Ja, ich bin aber ganz kribbelig, wenn es losgeht. Ja. Und dann direkt bei dir. Das ist aber hübsch, sag mal. Das ist sehr hübsch. Hübsch? Bitte hübsch. Schön. Ach, zwei Damen, siehst du? Ja. Direkt gerade stehen, Bauch einziehen. Ja. Ja, so ist schön. Gut. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Guten Tag, Herr Lichter. Das freut mich außerordentlich. Ich stelle erst mal vor, Sven Deutschmanek. Hallo, ich grüße Sie. Angenehm. Ich grüße Sie so, auch. So, und die junge Dame? Sarah. Sarah. Hallo. Hallo. Hi. So, liebe Sarah, ich gehe mal ganz schwer davon aus, du bist mit dieser netten Dame hier in irgendeiner Art und Weise gut verbändelt. Das ist meine Oma. Ich gratuliere dir zu dieser Oma. Ich bin die Mathilde. Mathilde, freut mich, ich bin der Horst. So ist viel schöner. Ja, ich habe jetzt überlegt, wie kriege ich das Tattoo hin? Ihr zwei, erzählt mir ein klein wenig, wo kommt ihr her? Ich komme aus Elsenborn in Belgien. Elsenborn in Belgien? In Belgien, ja. Was hast du in deinem Leben gemacht? Also wir hatten früher Landwirtschaft zu Hause und ich musste immer in der Landwirtschaft helfen. Ich war die Älteste, ich habe also keinen Beruf erlernt. Mhm. Und bis zu meinem Rentenalter habe ich in einer Gärtnerei als Kassiererin gearbeitet. Das ist eine schöne Sache. Was machst du denn, meine liebe Sarah? Ich arbeite in Luxemburg. In Luxemburg? Ja, genau. Das heißt also von Belgien schnell rüber. Also ich wohne tatsächlich in Deutschland. Ach, wo? In wunderschönen Bleialf. Ja, ja. Ich finde es sehr, sehr schön. Wo stammt das her? Das habe ich geschenkt gekriegt von einer älteren Dame zum Geburtstag. Oha, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja. Ich weiß nicht, wie alt es ist. Mhm. Ich weiß also über die Uhr gar nichts. Uhr. So. Also die richtige Bezeichnung ist in diesem Falle ein Singvogelautomat. Und der ist noch kombiniert mit einer Schatulle. Wenn Sie die Schatulle mal geöffnet haben, das mache ich hier mal unten, weil die Schatulle bildet auch den unteren Sockel, sehen Sie, dass hier noch eine Vergoldung drin ist. Mhm. Ich glaube, dass dieser ganze Singvogelautomat einmal komplett vergoldet war. Das sieht man nämlich an anderen Stellen noch. Die zeige ich gleich einmal. Ich mache mal den Schiebregler hier rüber. Oh Gott. So, jetzt klappt aus dieser Mechanik unter dem Deckel ein kleiner Vogel raus, der sogar die Flügel bewegt und er zwitschert. So, und dieses Zwitschern und dieser Vogel, das ist hundertprozentig ein Singvogelautomat von Karl Griesbaum. Mhm. So, der kommt aus Triberg, aus dem Schwarzwald. Gegründet 1905, zu Ende war es dann 1988 und der hat solche Singvogelautomaten produziert. Dieses Gehäuse selber, das hat der Karl Griesbaum nicht gemacht. Mhm. So, das haben in Hanau, also Hanau ist ja die Gold- und Silberschmiedestadt, der hat das irgendwo in Auftrag gegeben. Man kann es jetzt nicht genau sagen, wer es produziert hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Gehäuse aus Hanau kommt. Gestalterisch, naja, das Ganze ist an die Liebe orientiert. Wir haben auf den Ecken überall Amoretten sitzen. Dann haben wir hier oben auf dieser Decke oder auf dem Deckel gibt es auch eine Darstellung, die typisch für die Liebe ist, wie diese beiden Amoretten die Tauben freilassen. Das Ganze dann C-förmig oben gekrönt mit einem orientalisch anmutenden Baldachin nochmal. Und dieser Baldachin verrät auch so ein bisschen, dass die Vergoldung vermutlich auf diesem ganzen Spielautomaten war. Weil wenn man jetzt einmal hier reinguckt, dann sieht man das, dass das auch goldfarben ist. So, und gerade an diesem Baldachin, da sind jetzt diese kleinen Silberkordeln, die hier runterhängen. Da ist nicht eine von abgebrochen. Also von daher ist sie eigentlich im perfekten Zustand, obwohl man sie über die Jahre verputzt hat. Hier im oberen Teil, wo wir dann nochmal diesen Kasten aufgesetzt haben, darin befindet sich die Automatik. Die Automatik oder dieser Singvogelautomat funktioniert wie folgt. Federwerksantrieb und dann werden Räder in Bewegung gesetzt und da sind kleine Faltenbalge drin mit Holz. Ah, ja. Wie beim Akkordeon. Also es wird dann Luft erzeugt und dadurch kriege ich dann das Zwitschern des Vogels hin. Ah, ja. Hier unten gibt es dann nochmal die Punzierung mit 800, also das ist der Silberfeingehalt und dann mit Halbmond und Krone. Das Ganze hat meine Punzierung erst ab 1888 eingeführt. Aber ich habe ja gesagt, die Firma hat sich erst im Jahr 1905 gegründet. Von daher wird es auch danach entstanden sein. Also ich denke 1925, 30. Ich finde es halt gut, dass das Ganze noch funktioniert. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass nicht mehr der Originalschlüssel da ist. Weil bei der Firma Karl Griesbaum war es so, dass der Schlüssel in Form eines Vogels war. Also da hatte ich oben so einen Vogel drauf und dann konnte ich das Ganze aufziehen. Das ist also nicht mehr der Originalaufzugsschlüssel. Ansonsten ist nichts nachgelötet, ist nichts gebrochen. Und naja, also ich finde Zustand schön. Sehr, sehr schön. Aber es ist ja alles verträumt so ein bisschen, ne? Also angelehnt wirklich an späten Rokoko. Aber ich finde sie sensationell. Es ist, ich nehme es vorweg, die beste, die wir hier hatten. Oder der beste Singvogelautomat, den wir hier haben. Das hört sich ja gut an. Ja, ihr Lieben, ich bin begeistert. Sven ist hin und weg. Ja. Was würdet ihr denn gerne haben wollen? Ja. Also ich hatte mir vorgestellt 3.000 Euro. Das ist viel Geld. Zu viel? Was meint Sven zu diesem Preis?
Also, das ist ein außergewöhnliches Stück. Um 1925, 1930, der namhafteste Hersteller von solchen Singvogelautomaten, eigentlich der einzige in Deutschland. Sowas wird nicht mit 3.000 Euro bezahlt. Also in dem Zustand würde ich sagen 4.000 bis 5.000 Euro. Hui! Michael! Hui! Wow, das ist außergewöhnlich. Also gerade ich finde es auch wunderschön. Außerdem hättest du es auch verdient. Ja. 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 Jetzt müssen wir das Geld natürlich nur noch eintreiben. Ja. Danke unserem Händlerteam. Vielen Dank. Alles Liebe, alles Gute. Ja. Nee, lass hier, das bringen wir hinterher. Nein, das bringen wir. Wir gucken, wir bestaunen es okay, noch ein bisschen. Dann dürft ihr rübergehen. Okay. Tschüss jetzt. Tschüss. Okay, vielen Dank. Bitteschön. Nur nicht zu schnell verkaufen. Immerhin ist die Spieluhr alt und eine echte Rarität. Das spricht bestimmt gleich mehrere an. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo die Damen, Hand in Hand. Ja. Also Engelchen, das ist bis jetzt die schönste Dose, die wir gesehen haben, wo das Vögelchen rauskommt. Das hat der Experte auch gesagt. So ja. Was Schönes habt ihr ja noch nie gesehen. Ja. Nein, ja. Wir haben die ja, die gibt es ja relativ häufig, dann sind die nur viereckig. Aber da hast du schon ein Highlight mitgebracht. Toll. Mhm. Diese ja. Vogeldosen konnten nicht viele produzieren. Da gibt es Griesbaum, wie wir es hier haben, und Röhrisch gibt es noch. In der Schweiz. Ja. Also ich fange ja normalerweise mit 80 Euro an, aber hier fange ich schon mal mit 580 Euro an, aha, dass hier mal Stimmung in die Bude kommt. 650. 800. 1.000 Euro. 1.100. Herr Bauritsch? 1.200. Ich höre mir das an. 1.250. 1.300. 1.400. 50. 1.600. 1.700. 1.750. 2.000. Mhm. Dann ist okay. Wolfgang. Ja, 2.100. Jetzt geht los wieder. 2.250. Ich gebe Ihnen für die Dose 3.000 Euro. Hast du sie? Hast du die Geldscheine alle noch im Portemonnaie? Ja. Ah, da bin ich raus. Die Expertise war noch viel höher. Ich kann Ihnen das ehrlich sagen, die, war von, die hat die geschätzt von 4.000 bis 5.000 Euro. 3.100. 3.200. 3.300. 3.5. 3.6. 3.7. Jetzt höre ich auf. Wären Sie denn einverstanden mit 3.700 Euro? Wenn noch ein bisschen geht. 3.8? Wollen wir das machen? Einverstanden. Schön. Super. Oh, da freue ich mich. Bitte schön Geld holen. Sehr, sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. 3.800 Euro. Bitte schön. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Große Freude. Mach ein gutes Engelchen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ein Prunkstück hast du gekauft, Fabian. Puh, ja. Ist die schön. Ja. Das ist die boah. Schönste bis jetzt. Richtig ausgefallen. Ich habe das Modell auch noch nie gesehen. Der Aufbau, keiner Messe. Baldachin, doch. Auch die Vergoldung, ja. Nichts.